Leute, es geht weiter mit Earthbound Zero. Letzten Part besiegen wir Starman Junior und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich bedanke mich bei Raffo Phantom, der mir seinen Save State geschickt hat, nur nach ihm kann ich weiterspielen. Und deshalb möchte ich dir dieses Projekt widmen. Vielen Dank, Raffo. Okay, wir begeben uns zur Höhle. Denn hier befindet sich was Interessantes. Oh mein Gott, es ist dunkel. Die magische Miesmuschel. Nein, das ist sie nicht. Es ist etwas anderes und deshalb werden wir prüfen. Warte, eine Stimme spricht in Nintendos Kopf. So, und ich weiß zwar nicht, wie man drauf kommt, aber... Ah ja, übrigens, vielen Dank an Raffo Phantom, dass er mir die Franklin-Badge besorgt hat. Die kann man sich nämlich bei Pippi abholen. Und dann hätte man nämlich weniger Probleme bei Starman Junior gehabt, weil die PKB-Attacken alle reflektiert werden dank dem Franklin-Badge. Aber nein, der Ali, der muss sich ja seine Mr. T-Power, seine Awesome-Power unter Beweis stellen. Und nein, der braucht keine Franklin-Badge. Naja, Raffo, vielen Dank. Was wollte ich jetzt machen? Ah, genau. Man muss nämlich PSC-Telepathie einsetzen. Nintendo fiel die Frage ein. Wer verlor seinen Schwanz? Finde den Eingang im Großopas Tagebuch. Nintendo ließ es laut. Der Vergessene vom Schiff, der im Kosmos segelt. Nein, Nintendo hat keine Drogen genommen. Wir befinden uns in einer... Parallelwelt in einem Mirakel namens Magicken. Ich kann es nicht genau sagen. Und ich muss dazu sagen, diese Welt ist wirklich das Schlimmste, was im Deutschpatch passieren kann. Oder andersherum. Ich meine, man hat schon Angst vor den NPCs. Also nur wegen den argen Rechtschreibfehlern. Ich kann euch das ja mal demonstrieren. Hier schwimmt eine schwimmende Katze. Ich bin die schwimmende Katze. Es gibt ein Bonbon, das hilflosen Kindern Kraft verleiht. Okay, hier war das noch nicht so schlimm. Aber wenn man zum Beispiel mit dieser Person spricht, du bist echt gut in... flirrenden Menschen, aber ich mag dich. So, es geht weiter mit argen Rechtschreibfehlern. Wenn ich nur ins Schloss zu Kötonigen käme. Ja, wir werden uns hier mit umsehen. Das hier ist Magic Hand. Und in Earthbound gibt es auch ein Magic Hand. Ich bringe diese kaputten Ohrringe zum Brunnen. Ich bitte ihn, daraus magische zu machen. Machen! Ohne E. Ja, und da fragt man sich wirklich, wer zur Hölle hat dieses Spiel übersetzt? Wirklich. Und ich frage mich, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich kann auch genauso gut auf Englisch spielen und... Naja, der Ali will nicht übersetzen. Suchst du den netten Mann, dann geh zum Brunnen und schreie mit der Seele. Er wird dich hören und dir helfen. Aber schreie mit deiner Seele. Denk daran! Okay, wir werden uns hier nicht umsehen. Wir können hier genauso gut einkaufen. Wir können uns ausruhen. Ich weiß nicht genau wo. Ich glaube hier... Ich bin der unheimliche Wächter. Was ist ja? Nein. Was ist ja? Lass ausstellen. Achso, verstehe. Hier kann ich meine Items lagern. Gut. Gut zu wissen. Ich werde hier leveln müssen. Ich bin gerade mal Level 11. Und meiner Meinung nach sollte man hier Level 15 sein. Wenn man überleben möchte. Gut. Wir begeben uns zur Außenwelt und werden direkt angegriffen von... Ong! Four Eyes. Okay, wir werden unsere Defensive erhöhen. Mit Defense Up. Oh, ich sehe es kommen, die Augenwitze. So. Alle, die mein Earthbound Let's Play gesehen haben, die wissen, was ich meine. Four Eyes Angriff, Nintendo Elite Schaden 2. Ach, komm. Das war gar nichts. Da bin ich mal mit einem blauen Auge davongekommen. So, Nintendo Elite Schaden 3 ist lagged. Ist halt eben kurz gelaggt. Das ist wirklich schade. So, da hat er die Augen nicht aufgemacht und wurde besiegt. Okay, wir werden uns hier nicht umsehen. Wenn wir diesem Pfad folgen, wir kommen nicht zum Schloss. Denn Guards versperren uns den Weg. Prüfen. Nichts. Nichts. Verdächtiger Mann, ich lass dich gehen, wenn du das Rätsel löst. Ja, wir werden uns hier nicht umschauen. Und die Gegner, die ich bereits getroffen habe, werde ich schneiden. Ja, die zum Beispiel. Ha, da hat er kurz die Augen nicht aufgemacht und nicht pennen entkommen. So, wir reden Richtung Norden. Denn im Norden findet sich ein Gebäude mit Flying Mans. Genau hier. Und wir können jeweils einen Flying Man mitnehmen. Ich bin Flying Man. Ich werde dir helfen. Sie greifen die Gegner an. Auch wenn sie nicht sonderlich viel Schaden machen. Und man benutzt sie quasi als Schutzschild, bis sie tot sind. Ja, sie können sterben. Sie haben sogar ein eigenes Grab. Es ist wirklich traurig. Und hier hätten wir eine Rap-Edit. So, und die Rap-Edits. Ich weiß gar nicht mehr, was sie drauf haben. Ich könnte es mit einem Geek schneiden. Ja, genau. Ich werfe mit Pommes Fritten nach ihm. Na, genau. Also. Ich
Ich werde mein Schutzschild ausnutzen. Mein Flying Man. Flying Man's Angriff! Oh, so schwach ist er gar nicht. Ich habe die Flying Man Schwäche in Erinnerung. Naja. Rip Yurin, Elitschaden 11. Sehr schön, Rip Yurin ist besiegt. Gewonnen. Gut. Wir werden uns im Westen umsehen. Mama. Nein, wir werden angegriffen. Von Magic Snail. Oh, die können nerven. Die sind sehr, 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 sehr stark. Und damit werde ich meine Defensive erhöhen. Mit diesen Worten. Guckt mal. Flying Man macht mir gerade nur einen Schaden. Magic Snail wurde langsamer. So, jetzt bin ich dran. Ich mache gerade mal 8 Schaden. 8! Ja, komm, smash mich. Naja, nicht mich, aber Flying Man. 34. Nein, Flying Man darf nicht sterben. Komm, die dürfen nicht. Ja, ist klar, Magic Snail duckte sich. Magic Snails Angriff. Flying Man erlitt Schaden. 21. Flying Man ist tot. Nein, Flying Man! So. Jetzt müssen wir die Schnecke aus Racheglüsten besiegen. Was hat er mir gerade 15 Schaden gemacht? Jetzt stirb! Ja. Das meine ich, Leute. Das meine ich. Wenn ich sage, der Gegner ist stark, dann meine ich das auch so. Ha, Nintendo duckt er sich. Jetzt. Tu mir bitte einen Gefallen und stirb. Bitte. Verdammt, ich muss mich heilen. Das ist schon wie ein Bosskampf für mich. Lebe ab. Nintendo macht Lebe ab. Magic Snails Angriff. Holy moly. Aber ich werde nicht vor der Kamera aufgeben. Haha, Magic Snail ist besiegt. Gewonnen. So, und ich werde mich direkt heilen. Mit Pommes. Nintendo's Pommes fritten. Nintendo's Happy ist zurückgegeben. 19. Natürlich. So, was hätten wir hier? Ein Brunnen. Deine Stärke hat sich durch die Berührung mit dem Quellwasser regeneriert. Oh, das ist nützlich. Das ist nützlich. So, wir sprechen mal mit diesem komischen... Was soll denn das darstellen? Ach, egal. Es gibt viele große Löcher im Osten. Die Musik einer anderen Welt ist zu hören. Natürlich. Ich heile mich... Was? Nochmal. Komm her. Rede mit mir. Ich heile mich an Königin Marys Brunn. Mary. Königin Marys Brunn. Mein Gott. So. Wir können hier nicht viel tun, wie es aussieht. Gut. Dann werden wir uns halt im Osten umsehen. Oder wir gehen noch weiter Richtung Westen. La la. Ich liebe die Musik. Augen! Mom's Eyes. Das sind die Augen deiner Mutter. Oh Gott. Ich glaube, heute wirklich Scheiß. Wie noch einmal angreifen? Warum kann er das? Warum kann ich das nicht? So, das sehe ich nicht ein. Mom's Eyes Angriff. Nintendo Elite Schaden 3. Na gut. So viel ist das auch wieder nicht. Ich mach mehr Schaden als du. Oh, 29. Ich bin wirklich stark. Ich weiß, die Kämpfe in diesem Spiel sind wirklich spannend. Bist du tot? Ja, vielen Dank. Da sind wir mit dem blauen... Okay, ich verkneif's mir. Ja, toll! Ja, du schon wieder. Ah, ich bin ein Korn! Okay. Wie, hier ist nichts. War die ganze Reise umsonst? Alles umsonst! Okay, dann kehren wir wieder zurück ins Dorf, weil wir ja nichts Besseres zu tun haben. Lange nicht gesehen, Four Eyes! Auf Wiedersehen! Aber es geht nicht mehr. Nochmal. Danke. Was zum... Hallo, Papa Auge. Ich habe schon Mama Auge besiegt. Darf ich jetzt endlich... Was soll denn das? So. Okay. Ah, hier muss ich rein. Okay. Gut. Und was haben wir hier? Ein Gebäude. Was zum... Er ist ausgewichen. Oh, ich habe dich nicht gehört, weil die Gitarre so laut ist. Ich kann auch nicht denken. Was? Ich habe Gitarre gespielt? Ich hätte es wissen sollen. Junge, mit dir stimmt was nicht. Das, was ich dir erzähle, ist Top Secret. Wenn du mal richtig stark bist, dann versuche mich.
schreib es dir auf. Denn wenn ich was nicht aufschreibe, dann vergesse ich es wieder. Oh mein Gott. Bist du eine schwimmende Katze? Ja, ich bin die schwimmende Katze. Nimm meine Hand, okay? No? Gut. Natürlich kann ich Affe nicht singen, wie alle Affen. So, noch Fragen? Ja. Irgendwie Fragen. Meine Frage ist, warum leckt es? Na gut, ich wollte sowieso aufhören. Jemand sagte mir mal etwas über einen vergesslichen Mann. Aber wer war das? Sein Haus befindet sich 10 Meter nördlich von dir. Was zum Ultra-Lag? Okay, mit diesem Lag verabschiede ich mich. Leute, bis zum nächsten Mal bei Earthman Zero.